Okay, Ryan, alles, lass es mal gut sein. Genau, zieh ab. Oh, du doch dauernd hinterher geschubst, die arme Gegner, ne? Von A nach B. Zack. Ja, habe ich hier gerade Chain Attack gehört? Machen wir gleich. Ich würde gerne den Chain Attack töten. Oh, Schala, nein! Das zu, das. Dazu. Ich muss ein bisschen warten, der Chain Attack, sonst wird das nichts. Mann, 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 wo ist denn der schon wieder, der Typ? Einmal auf, wird dein Ziel da und zu wechseln. Guck mich bitte nicht an. Ich mag das nicht. Ich bin so peinlich berührt davon. Genau, so ist gut. Ich muss da meine Punkte sammeln. Warte, da war's gerade. So, nein, Schala, nicht schon wieder. Nein, ich hab Ryan geheilt. Scheiße. Abgerutscht. Ein bisschen abgerutscht bin ich da. Und da ist wieder tot. Oh. Hätte ich mal doch Chain Attack gleich gemacht. Nun komme ich wohl nicht mehr dazu rechtzeitig, dann ist er gleich tot. Sag mal. Oh, die Kamera gerade ist nervig. Hopp. Phew. Naja. Das Gute ist, ich bin jetzt an dem Ort im Spiel, wahrscheinlich an dem Ort des Spiels, wo man am besten grinden kann überhaupt. Das heißt, ich muss jetzt nicht unbedingt jeden Gegner mit maximal XP mitnehmen. Die Zeiten sind vorbei. Ich bin jetzt hier an dem Level wirklich, wo ich dann, wenn ich hier die Story noch so weit gemacht habe, wo ich einfach durchleveln kann. Mit einem kleinen Trick. Das ist dann alles nicht mehr das Problem. So, wir haben ein Skillbomb-Buch bekommen, aber offenbar für keinen Anwesenden. Ich glaube, Speerbuch war für Melia. Bin mir nicht ganz sicher, aber ich glaube, war für die gewesen. Naja. Alles cool. Tschüss, ihr Echsen. Harmoniemünze gab es obendrauf. Ist ja auch nicht verkehrt. Nehme ich immer gerne mit. Eins dort und eins dort. Pseudo-Gift-Efeu, also quasi ungiftig. Ein Sommerstern. Alle schöne Sachen. Hier, ach so! Ach so, ja, Handgelenk. Ich wollte gerade sagen Handgelenk, aber guck mal. Das ist die Hand. Wir wissen ja aus dem Intro, wurde ein von beiden, ich glaube, es war sogar der McConus. Nee, Bionis war das, ne? Dem wurde da die Hand abgehauen. Und das Schwert ist ja von... Oder doch andersrum? Das scheint die Hand von McConus zu sein. Da oben das Ding, seht ihr, ne? Direkt über uns. Ja, ja, die Hand greift das Schwert. Also das Schwert hat Bionis erwischt. Dann wiederum sagt der Fiora aber gerade, dass sie auf McConus bleiben will. Was dann doch eher dafür spricht, dass es die Hand von McConus war. Ich weiß gar nicht, wer am Anfang da von beiden die Hand verloren hat. Ist das nicht schön hier? Aber ja, es sieht doch sehr mechanisch aus. Es wird schon McConus Hand sein. Doch, doch. Wird schon hinkommen, das ist, passt schon. Plopp. Ja, kleine idyllische Insel. Ist doch nett hier. Sequenz! What is it? I can hear something. What? I can't hear anything. Maybe our sense of hearing isn't strong enough. Low sound. More than one. Watch out! Something's here! Uh-oh. Mysteriöse Menschen. Ricky mit der Brille. Friends stop for Ricky. Oh, Ricky very hungry. And Ricky sleepy. If Ricky not rest now, Ricky not keep going. Well, we can't have that, can we? We'll rest here before going any further. Melia, do you need to rest? I am fine. Good. Break time. Ricky. Er bringt die Story einfach nicht voran. Er hält uns immer bloß auf.
Er versorgt uns mit Fischen. Ich bin begeistert. Hm. What's this? Here upon Ricky have big fight with fish. Ricky win. Grilled fish taste yum yum. Dum dum eat too. I thought you said you couldn't move if you didn't rest. Oh, Ricky very tired. But Ricky very hungry too. How considerate of you. Ricky not understand Dun Dun. Don't try to hide it. You realized Melia was lagging behind. She would never admit how tired she was. That's the real reason you asked. Okay, vielleicht bringt er doch was. Aber Dun Dun hat ihn durchschaut. Den Schlauberger mit der Brille. Sieht mal so geschossen. Now that's good fish. Even in this strange place, at least the fish tastes like it should. Ricky, glad Dun Dun like yum yum fish. Yeah, thank you. Millie is tired, but Ricky tired too. And Dun Dun not look happy. What's this? Am I that transparent? Ja, Ricky ein want böse to hear aus. Dun Dun's story. Ricky, listen carefully. For Ricky is the Herobon. I'm not sure what that's got to do with it. Well, seeing as you're here, I'll tell you. Yeah! Ricky, listen. I have a sister. Her name is Fiora. Ricky, no. She wears silver armor. Shulk look everywhere for her. Indeed. Shulk and Fiora, everyone knows they like each other. But they're just not ready, I suppose. They're the perfect match, but if they don't hurry up and tell each other... Even Ricky know that. Hmm. I suppose everyone does. Melia now mit, Fiora has become something else. She forget Shulk. She forget Dun Dun too. She did. But Shulk won't give up that easily. Knowing that he's out there looking for her fills me with hope. I just wish I was there with him. Dun Dun take care of them. Hmm? Dun Dun watch over Shulk. Dun Dun watch over Fiora. That is all a Daddy Pon can do. Ricky make mistake. Dun Dun not Daddy Pon. Well, I am her older brother. But just like Daddy Pon, watching over family. Same watch over. Dun Dun do what he must. Huh. Who would have thought it? I never imagined I'd be getting such advice from you. Ricky have big family of little pon. Ja. Ricky raise and say goodbye to many little pon. Ricky know some things. You can say that again. I had you all wrong. Tja, offenbar hat Melia doch nicht mitgehört bei der Shulk und Fiora Story. Gut für sie, denke ich. It doesn't look like the others are here. Unfortunate. I hope everyone's safe. Everyone's safe. Everyone's strong. Ricky is right. It is simply a matter of when we will happen across them. Everyone landed in the same area. They have to be around here somewhere. Friends, look here. Ricky find it yesterday when Ricky goes scouting. Ein Rohr, direkt neben euch. Gut gemacht. Konnte keiner sonst finden, schätze ich. Ah, I wonder where this pipe leads. Go, go! Ricky has feeling Shulk and friends are on other side. Feeling? Well, I'm willing to give your Nopon instinct a try. As am I. The pipe it is. Ja. Das Gute ist, in dieser Party sind immerhin... 66,6% meiner Hauptparty. Ich sollte also keine Probleme haben mit Gegnern. Das war mit Schulk und anderen Leuten ein bisschen schwieriger. Die waren so alleine. So, ich hatte doch was für dich. Was war das noch gleich? War das hier? Oder war das hier? Oder waren es die Schuhe? Schuhe waren es, ne? Genau, Agi, jawoll. Und auch viel mehr Agi, als diese hier haben. Aber ich nehme das trotzdem mal raus. Rüstwaffen, nein! Was?
Nee, jetzt ist alles weg. Oh, 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 shit. Das war so nicht geplant. Oh, oh, oh. Verdammt. Rückgängig. Knopf. Irgendwo. Ach, scheiße. Nee, was ist das für Mist? Das ging ja gewaltig in die Hose gerade. Na. Oh. Wollt bloß die Sachen runternehmen, die er da hat. Mensch. Ich will nichts mit... Hä, das war's schon? Ich habe vorher echte Sache gehabt, die ihm Gewicht gegeben hat? Okay. Aber dann hilft's ja nicht, denn... Achso, ist das nur das, oder? Was er vorher hatte. Weil der Sockel... Ach, man, der sieht... Die Juwelen sind auch noch drauf, sehe ich gerade. Okay. Ah, die hast du nicht drauf... Die hast du nicht gehabt, oder was? Hast du vielleicht so eine schwere Sache gehabt? Die Knasttop hast du gehabt wahrscheinlich. Jawohl, das gibt eher Sinn. Ja. Er läuft jedenfalls bei uns. Keine Ahnung, kriegen wir alles wieder hin? Kriegen wir alles wieder hin? Ach komm, was soll's, Tapferschuhe. Ich mach einfach irgendwann drauf jetzt hier. Agi, es wird schon nicht stimmen, was ich jetzt gerade mache. Aber... Hier muss trotzdem das Zeug runter. Ausgildes Item entfernen. Jawohl. Nee. Anziehen. Ach so, ich habe alle Rüstungen entfernen gemacht. Ich dachte, alle Rüstjuwelen entfernen. Das hier wäre es gewesen. Na, ich hab's geahnt, alles sind weg. Ich wollte nur das eine spezielle, was ich da habe, austauschen. Verdammt nochmal. Egal, jetzt habe ich zumindest alles. Jetzt kann ich. Ja, was oben drauf machen, ist auch nicht ganz verkehrt. Nehmen wir gleich die neuesten, die wir haben, die besten, die wir wahrscheinlich haben, die auch ein bisschen besser als die vorigen sein könnten. Ist auch völlig in Ordnung. Aber einmal agiere ich noch ganz gerne. Gar nicht mal so gut, wie ich dachte. So. Okay. Dann, Ben. Ich meine, ich könnte auch rein theoretisch vielleicht... Oh, hat gar nichts. Rein theoretisch und ganz eventuell könnte ich mir jetzt auch mal neue Waffen reinstecken, die jetzt nicht mehr gegen Mekon sind. Sowas zum Beispiel. Sortierung, Sätze halten. Max-Auto-Angriff. Oh ja, oh ja. Sieht aus gut aus, aus. Machen wir rein. Aktivierungsgrad aller Juwelen. Ich habe leider keine drin. Bringt mir also nichts. Treffsicherheit wieder stark. Okay, schön und gut. Stärkeres Gegner. Oh ja, Brand. Passt. Brandschaden macht er ja. Läuft für uns. Aber KP-Raub finde ich auch cool. Autoangriff. Das würde eher dann, wenn sie nicht finden, denke ich. Physisch, also Abwehr, weil Angriff, weil ich drin haben. Ist alles woanders drin. Na komm, was soll's. So, bei dir nehmen wir was Neues rein. Gleiche Sortierung. Das Wolkenkatana hat 12 Crit. Ist ja viel besser als das oben. Wie ist es da? Ach, weil der Maximumwert der höhere ist. Okay, ja gut. Bringt uns jetzt nicht so viel. Hat leider nur einen einzigen Waffenslot dabei. Das ist besser als nichts. KP-Raub wollte ich haben. Ich glaube, das ist das Tank ganz sinnvoll. Er hat ja generell schon einen KP-Raub durch kritische Treffer. Und jetzt nochmal einen generellen KP-Raub. Das sollte sie eigentlich ganz gut bei ihm machen. Oh ja, ich kann Fior... Obwohl ich sie noch nicht sehe, kann ich sie schon reinnehmen. Hier ist auch faszinierend. Guck mal hier. Auch bereits das, was ich brauche, um das zu holen. Sehr schön. Gut, trägt auch da den unten noch. Und auch nur eine Stufe, die sie schaffen muss. Das passt alles im Wesentlichen ganz gut. Damit können wir arbeiten. So, und du musst hier nochmal gucken. Okay. Ja, mega wichtig, mega gut. Haben wir dann auch bald. Beute erhöhen, auch eine tolle Sache. Okay. Soweit gut gerüstet, würde ich sagen. Auf zu neuen Übeltaten. Übeltaten? Jedenfalls Dinge, die schlecht sind und böse sind. Ja, da wollen wir jetzt hin. Ganz klar. Hallo? Ist jemand hier? Ich geh mal da rein. Zum Ausrufezeichen. Ist meistens recht naheliegend. Dorf der Machina.
A village in a place like this. Malia! Shulk! Guys! You were right! Hey! And we found Fiora. Oh, Mum. Dunban. Fiora? Do you remember me? Mm-hmm. Sorry if I made you worry. It's all right. I'm just so glad you're alive. Oh, dear brother. Shulk, is that your childhood friend? Yeah. Congratulations. I'm glad she is safe. Thank you. Hmm. I couldn't have done it without you. Reife Reaktion, ich bin begeistert. But how did you all get here? And what is this place anyway? These people helped us. Huh? This is their home. Your surprise is understandable. We are the Machina. The people of Mekonis. Was? Die haben People auf Mekonis? Machina. You mean machine people? You look as if you have many questions. But please, take a look around our village first. We will talk after that. I will be waiting in front of the building we call Junks. Verborgenes Dorf der Machina. Sehr machianisch. So, und Melia, Quatsch. Fiora hat jetzt eine Art mechanischen Körper, hat sie gesagt. Also wahrscheinlich einen ähnlichen wie die, die auch haben. Habe ich immer nie ganz verstanden im Spiel. Ob jetzt Fiora eben noch ein Mensch ist oder eben jetzt nicht. Samira! Hallo, danke schön. Mensch, das ist ja schön, da freue ich mich. Auch schon im 5. Monat. Ha. Sowas aber auch, ja. Ist schon eine Weile her jetzt, ne? Wahnsinn, wie das hier geht. Du hast leider gerade die schönsten romantischen Sachen verpasst. Aber was soll's, es ist trotzdem toll hier. So. Ja, schauen wir mal. Soweit so gut, dies und das und jenes. Okay, 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 da bin ich sowieso durch. Okay. Kann ich jetzt schon Chananel reisen wieder? Ist die Frage. Ich meine, so richtig schnell reisen, im Sinne von auch... Ich komme zurück nach Galehad Fortress. Okay, cool. Ich kann also doch noch meine Kollektion voll machen. Ich komme sogar nach Sword Valley. Okay. Das habe ich nicht erwartet. Samira. Ich hätte dich vielleicht vorher warnen sollen. Heute ist mein Bot nicht gerade sehr fröhlich. Fakeout hat sich quasi auf Null runtergewirtschaftet heute. Heute kein guter Tag zum Gambeln. Ich sag's nur mal. Das mag offenbar gerade nicht so gerne. Also, don't do it. Don't do it. So, Colony 9. Jetzt haben wir fast 1,5 Stunden Story gemacht. Jetzt können wir auch wieder ein bisschen. Ein klein wenig. Würde ich sagen. Auf Nebenquests zugreifen. Sofern sie denn vorhanden wären. Sieht gar nicht so aus. Das ist auch die eine Quest, wo ich die Freundschaft erhöhen muss von zwei Mädels. Ich habe jetzt drei Mädels in der Party, also es könnte schon leichter werden, aber ich muss die natürlich trotzdem spielen, sonst passiert ja nicht viel. Und das Ding ist, meine Party ist halt so, wie sie ist, vollständig. Ich werde jetzt nicht standardgemäß Schala und Fiora reinnehmen oder keine Ahnung was. Das Ding ist, Fiora als Charakter ist ziemlich cool, spielbar und so weiter. Ist definitiv unter den Top-Leuten bei dem Angreifern. Aber kommt halt sau spät im Spiel dazu in die Party, wie man ja hier wunderbar sehen kann, was ein bisschen schwierig das Ganze macht, sie dann auch sinnvoll einzubinden. Geht zwar immer noch alles und so weiter und so fort, aber naja. Hätte einmal für meinen Geschmack ein bisschen früher passieren dürfen. Aber für den Storybogen ist es wiederum gut, dass das so gemacht wurde, weil das doch ein spannender Bogen dadurch geworden ist. Nicht wild, bin ja wieder im Lurk, bin auf dem Papierkram sortieren. So spannend, ja, aber hallo.
Aber hallo. Und wie das spannend ist hier. Hallo. Oh, was Neues hier? Hallo. Ich hätte gedacht, dass jetzt hier neue Quests aufploppen, weil ich in der Story ein bisschen weiter bin, aber sieht nicht so aus. Hm. Heißt aber, ich kann offenbar noch recht problemlos, zum Glück, diese temporär begrenzten Quests angehen. Und ich gucke nochmal, ob ich den hier nach Kolonie 6 bekomme. Ich glaube, das habe ich erst neulich getestet, das ging's nicht. Nein. Oder was, der hier weg will, ne? Nee, könnte andere. Vielleicht war es der Fehler. Das war der falsche Typ. Moment. Nee, wenn, dann war es der. Hm. Nun gut. Was man jetzt auch angehen könnte, natürlich, wären diverse Harmoniegespräche. Jetzt habe ich nämlich alle Charaktere, die man kriegen kann im Spiel. So wie kann ich, glaube ich, spoilern. Das heißt, ich habe jetzt theoretisch alle Möglichkeiten für Harmoniegespräche, sofern natürlich die Harmoniewerte bis dahin stimmen. Und das hier ist eins mit Fiora. Entweder mit Dunman und Fiora oder mit Fiora und Schulz. Aber ideal wäre natürlich bei Harmoniegesprächen mit Fiora und keine Ahnung was anderen Mädels, um unsere Mädelsrunde aufzupeppen wegen der Quest, die wir gerade hatten hier. Na, Rocco, alles cool? Ja, cool. Na gut. Mal ganz kurz schauen. Ach, mit Ryan. Ganz was anderes. Den habe ich hier nicht erwartet in dem Haus. Aber okay. Mal dahin latschen. Aber wie wir es schon sehen, hier gibt es auf Marat nichts Neues tatsächlich. Überraschender, schockierenderweise in Colony 9. Habe ich wirklich gedacht. Aber dann muss die Story wohl noch weiter fortschreiten, damit hier was Neues aufploppt. Ah, kurz davor. Dann lohnt sich's auch nicht mehr. Ich meine, ich mache hier Harmoniegespräche hauptsächlich, um die Harmonie zu steigern. Wenn die auf Maximum ist, die sollen auch Harmoniegespräche machen. Das ist ja nur für die Hardcore-Fans interessant. Nicht solche wie ich, die dann wissen wollen, was zwischen den Charakteren los ist, aber. Naja, ich kann es jetzt sowieso nicht machen, so oder so. Also, was soll's. Da haben wir noch eins. Wo ich immer stark dachte, das wäre mit Dan, Quatsch, mit Ryan und Schulke, aber oftmals auch Fiora involviert. Was? Die beiden? Die haben ja gar nichts mit der Stelle hier zu tun. Und Werner? Hallo. Colony 6, ja? Das ist meine Chance, was? Nach Colony 6 einladen, okay. Werner? Okay. Werner ist dazu gezogen. Das hat mich jetzt auch nicht auf dem Schirm gehabt. Gut gemacht. Oh nein, Monster. Ich muss sie wohl besiegen, die Monster Colony 6. Okay, auch cool. Damit habe ich jetzt auch gar nicht gerechnet gerade. Gut, dass ich doch mal hier gewesen bin. Werner! Den haben wir auch eingesammelt. Sehr schön. Oh, haben wir noch was Schönes? Die beiden. Oh. Und noch ein Weilchen hin. Werner 2? Nein. Ja, dann würde ich sagen, ab nach Kolonie 6. Mensch, 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 Mensch. Ja, also heute haben wir echte Dinge erreicht, ne? Ich muss immer noch vier Dinge für die Kolonie 6 suchen, damit die sich weiter ausbauen kann. Hier nicht? Wo sind denn die Monsterchen? Zumindest keine Ausrufezeichen auf der Karte, wie es aussieht. Also wohl nicht immanent gefährlich in der Nähe hier. Obwohl es gerade so klang. Oh! Das ist merkwürdig. Ich ging eigentlich davon aus, dass alles mit Fragezeichen Harmoniegespräche sind, die nicht machbar sind, weil ein entsprechender Partycharakter fehlt. Aber jetzt habe ich sie ja alle, da ist immer noch ein Fragezeichen drauf. Okay, hier auch. Und nein, wir haben alle Charaktere. Leider kann man nicht Elvis oder sowas noch rekrutieren. Ich glaube, das kann man jetzt einfach sagen, so spät im Spiel. Der Spoiler ist jetzt raus. Was soll's? Für die, die es noch nicht wussten, ist ja ein bisschen doof, ne? Aber meine Güte. Deswegen ist es aber irritierend, dass jetzt noch ein Fragezeichen da steht. Ja, ach, Ätherkollektoren. Wo immer die sein mögen. Robuste Panzer brauche ich noch. Kuttel. Ach ja, da war ja was. Ui, Natur kann ich. Jawoll. Eisbergsalat gibt's. Aber ja, habe ich super gemacht. Ausbauen. Toppi. Oh, eine Straße. So ein bisschen Minecraft-artig. Kann man hier so nach und nach die Kolonie aufbauen. Finde ich eigentlich ganz cool.
noch cooler wäre es, da selbst was hinzustellen zu können, so ganz bewusst oder eine Option zu haben. Leider nicht der Fall, aber cool genug. Ich mache so ein Features in Spielen ja generell. Auch wenn tatsächlich mir gerade nicht viele Spiele einfallen, die sowas haben. Halt Xeno 1 und Bravely Default 1. Staubelemente. Ich weiß immer noch nicht, wo ich die herbekomme, die Staubelemente. Ich müsste wirklich gezielt viele Nebulas töten aus den nächsten Gebieten. Irgendeiner wird das schon droppen, aber frag mich nicht. Hier habe ich gar nichts davon, krass. Das heißt, ich muss das sonst wo finden. Aber gut. Hi, Hi Makrisch. Ich habe nie so viele verschiedene Fabrics. Nicht vorlesen, das ist ja bloß eine ganz normale Anbrabbel-Sache. Hi there. Naja. Aber auch hier müssten dann demnächst neue Quests aufploppen. Weil ich hier Leute eingeladen habe. Die dann quasi auch Quests bringen. Auch zum Teil ziemlich coole Quests. Rein, wie ich finde, kann man hier sich durchaus entdecken. Na, Nikita wird ein bisschen größer hier, ne? Bald ein paar Spielkameraden. Oh. Aber gut, hier muss trotzdem noch einiges gemacht werden. Ich weiß gar nicht, entweder war tatsächlich 5 oder 4 Maximum für die Entwicklungsstufen hier. Das sind wir natürlich noch nicht, ne? Da ist noch einiges zu tun. Aber was das angeht, liegt noch einiges vor uns einfach. So, hier ist gerade tatsächlich gar nichts weiter. Also keine Menschen, was wir mir wollen. Keine Quests. Weiter, keine Quests. Wo sind die Ether-Kollektoren überhaupt? Sind die hier? Transportweg? Keine Ahnung, wo die Ether-Kollektoren sein sollen. Steht ja auch nirgendwo hier dran. Egal, wir haben keine Quests offenbar. Schade. Dachte, es gibt hier vielleicht das eine oder andere. Da vorne ist noch ein kleines Harmonie-Dingens. Gucken wir nochmal nach, ob das was Interessantes für uns sein könnte. Also, Harmoniesachen zwischen den Mädels würde ich schon noch supporten. Damit ich sie eine Quest endlich abschließen kann. Das wäre schon nett. Ne, null und gar nichts ist hier möglich. Wo sind denn die Ether-Kollektoren, liebe Leute? Ich kann auch sein, dass jetzt die ganzen Quests erst aufploppen, nachdem ich jetzt diese Monster besiegt habe, wo immer sie sein mögen. Mekon, nicht Monster. Verzeihung, das ist ein richtiger Mekon, stand ja da. Wenn ich ihn finde. Und anhand deren Level kann ich auch, glaube ich, gerade ganz gut ausmachen, ob ich schon längst hätte die Kornil so weit haben können, wie sie gerade ist. Bewundern oder nicht, aber hätte ich eigentlich, müsste eigentlich schon längst gemacht haben können. Da sind sie. Oh, 32, ja. Da bin ich schon lange drüber. Ich bin auch regulär gerade 20 Level drüber von der Story her. Also ja, das hätte ich schon längst zu weit machen können. Aber ich wusste nicht, dass Werner da aber rumsteht, auf uns wartet. Ich muss Alexi da zuerst ranholen von König 9, aber war nicht der Fall. War nicht der Fall. Ich merke ja viele Dinge von vielen Spielen, vielen Sachen und so weiter, aber solche Details, da macht das Gedächtnis dann doch wieder schlapp. Was aber ganz gut ist, denn ich brauche mal ein bisschen Speicher im Kopf für vielleicht doch ein bisschen lebenssichere, sinnvollere Sachen als das hier. Dann wäre es auch ganz cool, so ein Spiel immer ein bisschen nochmal neu zu erleben und alles komplett zu wissen, was man schon mal gemacht hat. Hilft beim nochmal neu spielen auf jeden Fall für ein frischeres Gefühl als, oh, nicht mir das Spiel. So. It's over. Not bad. Not bad at all. Super viel XP. Ja. Habt ihr denn jetzt für mich neue Aufgaben? Scheinbar immer noch nicht. Aber wir gucken mal in die frühe Morgenstunde rein. Ja. Eine Quest haben wir. Immerhin. Wird so langsam. Ach, wir haben noch so viel von dem Spiel vor uns, haben gerade so auf, wenn ich in die Quest und daran denke, was hier noch alles kommt in Kolonie 6. Hallo. Ah, Deck von Werner, dem neuen Typen hier. Hey Leute, wollt ihr schnell zu etwas Geld kommen? Ich bin recht reich, aber ich hab da was für euch. Okay, worum genau geht's denn überhaupt?